Existiert sie? Die perfekte Kamera, die sowohl Fotos als auch Videos beherrscht, beruflich, aber auch privat genutzt werden kann? Nein, die gibt es nicht. Dachte ich zumindest bisher. Doch dann habe ich die Fuji H2S entdeckt. Ihr denkt euch jetzt, nie gehört. Keine Ahnung, der Typ übertreibt bestimmt. Das hätte ich vor ein paar Monaten auch gedacht. Aber jeder, der mit dieser Kamera schon mal gearbeitet hat, wird mir zustimmen. Dank ihrem Stacked-Sensor ist sie in der Lage, ganze 40 RAW-Bilder in voller 26-Megapixel-Auflösung pro Sekunde aufzunehmen. Für 1000 aufeinanderfolgende Fotos. Auf der Videoseite kann sie 4K mit 120 FPS oder sogar 6,2K Open Gate. Und das intern, in ProRes. Und wenn euch das alles wenig sagt, lasst mir euch sagen, dass das alles sensationell gut ist. Vor allem in einem Gehäuse, das so klein und leicht ist, dass ich oft vergessen habe, wenn ich diese Kamera umhängen hatte. Für eine Fuji-Kamera ist das Design der H2S leider etwas langweilig. Die X-T5 oder eine X100V haben mehr Charakter. Aber die Verarbeitung ist top und die Ergonomie auch. Die Bedienung finde ich nur okay. Ich mag komplett manuelle Drehräder am liebsten und hier sind sie einem Always-On-Display gewichen. Ist natürlich praktisch, um jederzeit den Akkustand und den Restspeicher zu sehen, aber ich könnte darauf verzichten. Der OLED-Super ist top, da kann ich gar nichts bemängeln. Das große Display kann frei geschwenkt werden und hat ebenfalls eine super Qualität. Der Grund, warum ich mir vor einem Jahr eine Fuji X100V gekauft habe, ist der Grund, warum sie nach wie vor überall ausverkauft ist. Fuji hat es geschafft, den Look von einer analogen Filmkamera in die digitale Welt zu übertragen. Diese Fotos habe ich nicht bearbeitet. Sie kamen so aus der Kamera. So kann man derselben Szene mit unterschiedlichen Farbprofilen eine ganz unterschiedliche Stimmung geben. Und das liebe ich. Der Anspruch scheint heutzutage zu sein, dass Kameras möglichst neutrale, nüchterne, digitale Fotos machen. Aber die Bilder, die ich am schönsten finde, sind nicht einfach flach und klar. Sie haben Charakter. Sie erzählen eine Geschichte. Sie haben eine Stimmung. Jetzt, wo 90% aller Fotos mit einem Smartphone gemacht werden, macht es einen umso größeren Unterschied, dass Fuji mit diesen Filmsimulationen den Bildern einen so eigenen Charakter verleihen kann. Ich habe schon in der Kamera die Möglichkeit, eine starke Filmemulation anzuwählen und einen individuellen Look einzustellen. Klar kann man jede Datei im Nachhinein lange bearbeiten, bis sie einem irgendwann gefällt. Aber dass das schon beim Fotografieren passiert, macht sehr viel mehr Spaß. Die Bilder sind wie von einer X100V, nur schärfer und mit Wechselobjektiven. Und alles kann ich mir direkt mit der App aufs Smartphone schicken. Natürlich aber kann die H2S auch saubere, akkurate RAW-Bilder speichern. Und Videos sogar auch. Und nicht irgendwelche. 6,2K in 3:2 und 30 FPS oder 4K mit bis zu 120 FPS. Letzteres leider mit einem leichten Crop, aber 4K 60 FPS ist der volle Sensor. Und das alles wie gesagt intern, in ProRes 420, auf eine CFast-Karte, die vom Preis abgesehen echt geil sind. Extern wird 12-Bit ProRes RAW und Blackmagic RAW über den großen HDMI-Anschluss unterstützt. Und das hat alles in dieser kleinen Kamera. Wirklich beeindruckende Daten, aber nicht nur das. Fujifilm ist vor allem für die Farbwiedergabe bekannt. Sie erinnert an analogen Film. Ich habe einige Videos fast ausschließlich mit der H2S gefilmt und keinem von euch ist es negativ aufgefallen. Auf mich wirken die Hauttöne sehr angenehm. Grün und Blau wird wirklich toll eingefangen. Es ist ein einzigartiger Look, den man auch mit viel Grading schwer rekonstruieren kann. Der Dynamikumfang ist super hoch. Das muss euch jetzt nicht sagen, aber CineD hat bei einer Signal-to-Noise-Ratio von 2 11,9 Punkte gemessen. Damit ist sie nur 0,2 Punkte hinter der doppelt so teuren Sony FX3. Aber ich hatte diese FX3 davor und ich würde sogar behaupten, dass sich die Fuji besser schlägt, weil ihr Bildrauschen im Gegensatz zu Sony wenigstens schön aussieht und die Hauttöne besser eingefangen werden. Falls euch dieses Video bisher gefallen hat, würde es mich übrigens sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, denn in Zukunft plane ich etwas mehr Kamera-Content als früher. Nur 2,5 Kritikpunkte habe ich. Erstens, die Standardbildschärfe wirkt künstlich verstärkt. Zum Glück kann man das aber runterfahren. Zweitens, es ist normal, dass LOG-Farbprofile eine etwas höhere ISO haben, aber ISO 1250, das ist schon extrem. Ich brauche eigentlich fast immer einen ND-Filter, weil das so hell ist. Und die integrierte LOG-Ansichtshilfe ist viel zu hell eingestellt und dadurch unterbelichte ich dann, was zu Bildrauschen führt. Drittens ist ein halber Kritikpunkt, weil ich eine Lumix S1H besitze und die wahrscheinlich den besten Bildstabilisator hat und die Fuji, die hat nur einen durchschnittlichen. Eine Sache, auf die Fujifilm mit der H2S besonders stolz ist, ist ihr Autofokus. Sie haben sogar ein ganzes Video zum 3.0-Update gemacht,
weil es auf eine künstliche Intelligenz setzt. Bei Fotos war ich absolut zufrieden. Und auch in Videos werden Augen sofort erkannt und sie werden scharf gehalten, ohne nervöses Herumspringen. Sogar Hinterköpfe werden erkannt. Aber bei Gegenständen, was nun mal viel meiner Arbeit einnimmt, ist der Fokus etwas unsicher. Der manuelle Fokus auf der anderen Seite ist etwas umständlich bei laufenden Videoaufnahmen, weil er andauernd reincroppt, aber nicht von selbst wieder rauscroppt. Für mich ist das ein Level, mit dem ich zu 90% zufrieden bin, und der gute Autofokus war sicherlich einer der Kaufgründe für diese Kamera. Der Punkt, der mich fast vom Kauf abgehalten hätte, war der Sensor, beziehungsweise die Sensorgröße, und ich habe sie euch nicht umsonst bis jetzt verschwiegen. Denn die meisten Menschen sind heute der Meinung, dass man einen Vollformatsensor braucht, und die H2S hat mich eines Besseren belehrt, denn nicht ein einziges Mal habe ich mir gedacht, dass da irgendwas fehlt und dass ich mehr Vollformat wünschen würde. Im Gegenteil, die kleineren, leichteren, günstigeren Objektive habe ich zu lieben gelernt. Der Stacked-Sensor bedeutet zudem, dass in Videos kaum Rolling Shutter existiert. Und weil der Sensor echt gut ist, schlägt sich die Kamera in Lowlight auch ordentlich. Ich meine, sie kann mit der Sony A7S III in Sachen Dynamic Range mithalten, das spricht eine deutliche Sprache. Ich habe nur zwei Objektive und einen Adapter für all meine Canon-Objektive. Dieser Adapter unterstützt Autofokus und enthält sogar ein Speed Booster, heißt er vergrößert, wenn man so will, den APS-C-Sensor. Statt einem 1,5-fachen Crop gegenüber Full Frame ist es dann nur noch 1,1-fach. Super zufrieden bin ich nicht, aber es ist praktisch, wenn man schon Canon-Objektive hat. Am meisten verwende ich das Fuji 35mm f1.4. Das hat einen wirklich tollen Charakter. Ein bisschen wie eine Vintage-Linse. Und es ist unglaublich klein und leicht. Schade nur, dass der Fokus nicht der schnellste und gut hörbar ist. Beim Sigma 16mm f1.4 ist beides besser, dafür ist das Bild nicht ganz so interessant. Fazit: Die Fuji H2S kann alles und sie kann alles sehr gut. Sie ist super gut für Menschen, die sehr gerne fotografieren, in eigentlich jeder Kategorie, und sie ist sehr gut für Videos, vom Amateurlevel bis hin zu absoluten Profis. Und das alles, während sie wirklich klein und leicht ist. Und sie kostet 2400 Euro. Damit kostet sie ca. halb so viel wie andere Kameras, die 4K 120 FPS und 6K Optionen haben. Ist also auch noch relativ erschwinglich. Besonders preiswert wird es dann aber vor allem bei den Objektiven, weil man eben nicht Vollformat kaufen muss. Es ist sehr bemerkenswert, wie Fujifilm die Brücke zwischen der analogen, digitalen und der Foto- und der Videofilmwelt schlägt, und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.